Der neue Campus der Deutschen Bundesbank. Ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung des Standortes. Der Wettbewerb zur Gestaltung der Außenanlage. Denn neben einer neuen Bürowelt entsteht für künftig 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein völlig neues Arbeitsumfeld. Welche Voraussetzungen muss eine gelungene Landschaftsarchitektur erfüllen? Das beginnt mit sachlichen Kriterien wie Umweltgesichtspunkten, Wassermanagement. Das alles hat ja einen erheblichen Einfluss auf die Landschaftsarchitektur bis hin zu Anmut, die Pflegekriterien, was man aufwenden muss, um die Landschaft auch so zu halten, dass man sich darin wohlfühlt. Das alles sind sehr große Herausforderungen. Für den Landschaftsarchitekturwettbewerb hat die Bundesbank renommierte Fachleute aus ganz Deutschland als Preisrichter gewinnen können. Insgesamt 16 Landschaftsarchitektur- und Planungsbüros hatten Entwürfe für das Außengelände entwickelt und ihre Arbeiten anonymisiert eingereicht. Wichtiges Kriterium bei der Entscheidungsfindung? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich gerne auf dem Campus aufhalten und die Anlagen gleichzeitig nachhaltig sein. Besonders wichtig war den Preisrichtern daher, welche ökologischen Funktionen die Außenanlagen erfüllen. Wie unterstützen sie den Artenschutz? Was leisten Sie für die Wasserverteilung? Was bieten Sie für den Klimaschutz? Nach intensiven fachlichen Diskussionen fiel am Ende eines langen Tages die Entscheidung des Preisgerichts einstimmig. Geeskes Haag. Geeskes Haag aus Berlin. Mit ihrer Idee, die Wasserverteilung zu einem zentralen Gestaltungselement zu machen, konnten die Landschaftsarchitekten das Gremium für sich gewinnen. Also ich denke, das Besondere an unserem Konzept ist der Umgang mit dem Regenwasser, also das Thema Nachhaltigkeit. Da brauchen wir, glaube ich, in Zukunft echt einen Paradigmenwechsel, nämlich unsere Landschaften, die trocknen aus, die werden immer trockener. Und wir haben versucht, hier mit unserem Wettbewerbsbeitrag ein Konzept zu entwickeln, in dem wir das gesamte Regenwasser, was auf den Dächern und in den Wegen dort anfällt, auf dem Grundstück zu belassen und das noch in einen ästhetischen Zusammenhang zu stellen. Das heißt, das noch erlebbar zu machen. Eine Landschaftsarchitektur, die den besonderen Ort betone und zugleich zur positiven Imagebildung beitrage, so das einhellige Urteil der Jury. Die Stärke des Gewinnerentwurfs? Eine gute Landschaftsarchitektur ist aus meiner Sicht entscheidend für das Image. Wenn es nämlich gelingt, Außenanlagen zu bauen, Außenanlagen zu planen, die Menschen willkommen heißen, in denen man sich gerne aufhält, wo man sieht, hier haben sich Menschen Gedanken gemacht, wie diese ökologischen Funktionen weiterentwickelt werden können. Hier ist es ja sogar sichtbar dann, wie man mit dem Wasser umgeht, wie die Pflanzen sind, was hier für eine Atmosphäre entsteht. Und das prägt natürlich ganz stark das Image einer Institution. Der Siegerentwurf überzeugte auch Vertreter der Stadt Frankfurt. In den vielen Verknüpfungen zu dem umgebenden städtischen Grün sehen sie einen wichtigen Schritt für die weitere ökologische Entwicklung des Geländes. Heute ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt nochmal erreicht und ein wichtiger Schritt getan worden, ganz im Sinne einer doppelten Innenentwicklung, wie wir das nennen. Das bedeutet, dass ein Grundstück nicht nur baulich entwickelt wird und zusätzliche Flächen entwickelt werden, sondern dass vor allen Dingen auch die Freiflächen mitgedacht werden, also das Grün mitgedacht wird. Zukunftsfähigkeit, eine Herausforderung, die bei der Entwicklung eines neuen Standortes von enormer Bedeutung ist. Wir bemühen uns, Umweltstandards nicht nur einzuhalten, sondern zu übertreffen. Und wenn wir schon einen Neubau machen, ist es umso wichtiger, dass da höchste Umweltstandards eingehalten werden. Ich glaube, wir haben ja einen Wandel zu bedenken, der sich allen offenbart. Wir haben Starkregensituationen, wir haben den Klimawandel, wir haben ganz andere Temperaturen, auch in Frankfurt im Sommer. Und wir reagieren über die Gebäude und über die Landschaftsarchitektur auf diese Herausforderungen, nicht nur für das nächste oder übernächste Jahr, sondern wir gehen davon aus, dass wir damit eine zukunftsfähige Bebauung für die nächsten 50, 60 Jahre finden. Mit der Gestaltung des neuen Campus der Bundesbank wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Zukunft gelegt.